C3 AI habe ich hier absichtlich im Kursverlauf von gestern, hat gestern fast 24% zugelegt. Und zwar sind hier vorläufige Zahlen vermeldet worden. Und zwar vorläufige Zahlen zum Umsatz. Und jetzt habe ich hier mal die alten Umsatzzahlen drin und jetzt schauen wir uns das Ganze hier einfach mal an. Und da sehen wir, dass wir, ich mache es mal ein bisschen kleiner, so, ja, da sehen wir, dass wir hier im letzten Quartal einen Umsatz von 66,7 Millionen hatten. Jetzt ist nach vorläufigen Zahlen erwartet 72,1 bis 72,3 Millionen. Das heißt, wir stehen im Prinzip wieder auf dem Hoch aus dem April 2022. Das finde ich jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Es ist gar nicht so ein enormer Grund zu feiern. Ich glaube eher, das, was jetzt hier passiert ist, wir hatten Ende April auch über C3 AI hier berichtet, da ist Wolfie Research mal wieder mit einem, ja, man möchte fast sagen, Shortseller-Bericht aufgetaucht, die gesagt haben, sie sehen hier eine hohe Gefahr fürs Umsatzwachstum bei C3 AI, weil die eben einfach nichts Reelles auf die Beine stellen. Und da ist die Aktie sehr dynamisch abverkauft worden. Das hat gut funktioniert, dieser Bericht. Wenn wir uns den Kursverlauf der Aktie anschauen, ich hole die mal kurz hier rein, da haben wir es, ja, wenn wir uns den Kursverlauf hier anschauen, von 35 Dollar ging es hier runter, so in den Bereich um 17 Dollar. Wir sind hier ganz gut auf den 200er gleitenden Durchschnitt aufgesetzt, glaube ich, mich erinnern zu können. Ja, da haben wir es, da ist der 200er gleitende Durchschnitt, der hat hier schön Support-Level geliefert, so wie wir das eigentlich gerne sehen wollen. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Bewegung hier bekommen, nämlich eine initiale Aufwärtsbewegung von diesem kleinen Doppeltief hier unten, dann in eine Bull Flag rein. Und jetzt haben wir gestern, naja, ich möchte es mal eine Erleichterungsrally gesehen, eine Erleichterungsrally nennen. Also wir haben hier eine Erleichterungsrally gesehen, die eben viel von dieser Unsicherheit, die aufgrund des Wolfie Research Reports hier aufgebaut worden ist, wieder aus dem Markt genommen hat. Weil man jetzt sieht, C3 AI ist tatsächlich in der Lage, die Umsätze hier wieder wachsen zu lassen. Man hat jetzt im Earnings Call gesagt, es gab 43 neue Geschäfte, die abgeschlossen worden sind, davon 19 aus Pilotprojekten, die seit Ende letztem Quartal oder seit letztem Quartal laufen. Das ist eine sehr, sehr gute Abschlussquote und das zeigt am Ende auch, wie groß das Interesse an künstlicher Intelligenz hier von Seiten der Partner, von Seiten der Kunden ist. Da werden also viele, viele neue Projekte in Auftrag gegeben. Und dieser KI-Hype, der scheint jetzt hier bei C3 AI auch deutlich weiter zu laufen. Und ja, wenn jetzt diese Projekte dann auch noch zeigen, dass sie Früchte tragen und das Ganze für die investierenden Firmen sich auch lohnt und sich rechnet, dann glaube ich, haben wir auch eine gute Chance, wieder in den Bereich dieses letzten Spike-Hochs hier reinzugehen, nämlich so um 34, 35 Dollar. Und dann haben wir da auch nochmal eine Menge Luft nach oben. Dann könnte das jetzt hier quasi die Startbewegung sein. Ich würde jetzt nicht auf eine 23% Kursbewegung direkt einfach drauf springen. Ich würde mal warten, ob wir hier nochmal eine Korrektur sehen, ob wir vielleicht dieses Niveau hier nochmal testen, na, dieses Ausbruchslevel hier über den Open Kurs. Das liegt dann vielleicht so bei 21, 21,50. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich hier was machen wollen würde, versuchen im Retracement zu agieren und nicht direkt jetzt in die steigenden Kurse sofort rein zu verkaufen. Typischerweise wird so ein Spike, so eine schnelle Bewegung, die wir hier gesehen haben, auch gerne nochmal abgebaut. Das sehen wir hier in der Vergangenheit immer wieder. Hier haben wir eine Spike-Bewegung nach oben, dann geht es nach unten. Hier haben wir diesen Spike nach oben, dann geht es wieder nach unten. Da geht es rauf, dann geht es wieder runter. Hier geht es rauf, dann geht es wieder runter und hier im Prinzip genau das Gleiche. Also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze hier ähnlich läuft, dass wir relativ weit zurückkommen. Und dann wird es für uns interessant, ob wir ein höheres Tief ausbilden und die Aktie wieder durchstarten kann. Dann hat man die Chance, da vielleicht auch mal zuzugreifen.